Das ist eine ganz, ganz besondere Auszeichnung. Koch des Jahres im Feinschmecker, das ist ja nicht irgendetwas, das wichtigste deutsche Magazin seit 30 Jahren. Und ich bin seit 29 Jahren Abonnent. Ja, aber dafür habe ich die nicht gekriegt, sondern es ist eine Teamarbeit. Als Kopf wird man dann dafür ausgezeichnet. Aber schon was ganz Besonderes. Ein einziges Mal im Jahr wird das vergeben und ich freue mich riesig drauf. Warum ist es was Besonderes? Ja, es ist halt auch, es ist ein breites Feld, was es inzwischen auch gibt. Die deutsche Spitzengastronomie war noch nie so stark aufgestellt. Und wir haben 30 Zwei-Sterne-Restaurants, über 10 Drei-Sterne-Restaurants. Und in dem Bereich dann so, ich sag mal, ist der Feinschmecker, der das auszeichnet. Und jeder Führer hat so seine eigenen Ansichten auch. Aber das ist schon was ganz Besonderes. Ich schätze auch ganz besonders. Kannst du erklären, wofür du diese Auszeichnung bekommen hast? Ja, also es ist nicht nur eine Momentaufnahme. Ich habe es ja auch einmal kurz erklären lassen, für was dann. Und, aber es ist auch nicht für die Sympathie alleine, ja, sondern es ist eine Mischung eben auch aus dieser, ja, ein Prozess, der sich über Jahre hinweg entwickelt hat. Der Feinschmecker beobachtet sehr stark auch das Geschehen, was so drumherum passiert, was so gemacht wird. Und ich denke, wir sind einfach gerade, und ich sage da absichtlich wir, denn ich bin jetzt nicht ganz alleine, das ist das ganze Team. Und wir sind sehr aktiv, wir machen sehr viel Brot, Bauernhof, Bienen, auch in der Küche hat sich sehr viel getan, beziehungsweise es spiegelt in der Küche natürlich wieder, dass diese Aktivitäten, die wir da aufgenommen haben, dass sie auch Auswirkungen hat auf den Teller. Ich finde, es ist Zeitgeist, es ist zeitgemäß, es ist nicht aufgesetzt, es ist ehrlich und nachvollziehbar.